Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Da wir heute Morgen in La Rochelle wetterbedingt erst 2 Stunden später als gedacht losfliegen konnten, bleibt hier in Arcachon leider keine Zeit, der Düne einen Besuch abzustatten. Stattdessen plaudern wir ein Weilchen mit dem Türmer, der uns auch noch ein paar Tipps für den Umgang mit den Militärs gibt. Denn der Abflug nach Süden führt durch eine Vielzahl von Restricted Areas, die zur nahegelegenen Militär-Airbase Cazaux gehören. Aber nun starten wir erst einmal. Das ist unsere geplante Route nach Biarritz. Nicht schwierig und wir erwarten auch keinerlei Komplikationen. Lediglich der umfangreiche Funkverkehr mit den militärischen Lotsen sollte sich die erste Viertelstunde sehr anstrengend gestalten. Es sollte nicht einmal Zeit dafür sein, die Düne gebührend zu bewundern oder gar zu fotografieren. Man sieht sofort, dass die ganze Gegend voll gepflastert ist mit Beschränkungsgebieten. Und zwar gleich hier, südlich von Arcachon Flugplatz. Noch vor dem Reporting Point Sierra Delta muss man Cazaux Tower rufen. Man folgt dann der Recommended Transit Route und macht unbedingt genau das, was einem der Lotse sagt. Dann kann man diese Region problemlos durchfliegen. Wir haben diesen Flugplatz hier, Lima Fox Bravo Sierra, auch noch östlich umflogen, um nicht in den dortigen Platzverkehr hineinzugeraten. Die weiteren Gebiete, wie diese 31 Alpha 4 und auch die darunter folgende TMA Biarritz, kann man bequem unterfliegen. Wir genießen die halbe Stunde hier entlang der Atlantikküste sehr. Und kurz vor Biarritz tauchen auch schon die Pyrenäen im Fenster auf. Und dann erleben wir die Überraschung des Tages. Wir dürfen nämlich nicht in die CTR einfliegen, können infolgedessen natürlich auch nicht in Biarritz landen, sondern müssen umdrehen und zu einem alternativen Flugplatz fliegen. Mimizan. Aber nun zunächst zurück zum Flug. Meine Cam für den Cockpitblick und den Funkverkehr hatte irgendein Kontaktproblem, das ich so schnell nicht lösen konnte, sodass ich den sehr interessanten Funkverkehr mit dem Militärlotsen leider nicht dokumentiert habe. Wir dürfen uns hier jedenfalls nicht frei bewegen. Ich hätte ja gerne mal eine Runde um die Düne gedreht, aber das ist leider nicht möglich. Davon hatte uns bereits der Türmer abgeraten, einfach weil hier zu viel Verkehr herrscht. Wir sehen ständig irgendwelche Helikopter und Kampfjets, die hier die Lufträume bevölkern. Wir bekommen einen Squawk zugewiesen, dürfen nur 1000 Fuß hochfliegen und müssen jede Richtungsänderung, die der Tower vorgibt, unverzüglich umsetzen. Wenn man das aber tut, gibt es keinerlei Probleme. Der Workload im Cockpit ist in dieser Phase jedenfalls so groß, dass diese Kameraeinstellung die einzige ist, die ich von der Düne habe.
diesem Strand folgen wir nun, bis wir, ganze 10 Meilen vor Biarritz, schon die nördlichen Ausläufer der Pyrenäen sehen können. An dieser Stelle hier, das ist der November Charlie, rufe ich Biarritz und erhalte anstatt einer Einfluggenehmigung die Information, dass es keinen freien Nachtparkplatz für den Flieger mehr gebe. Trotz meines Insistierens bleibt uns nichts anderes übrig, als umzudrehen. Ich ärgere mich sehr, dass ich nicht vorher angerufen habe, aber bisher war das in Frankreich nie notwendig gewesen. Der Tower hilft uns noch bei der Suche nach einem Alternate Airport, den wir dann in Mimizan auch finden. Hier in Mimizan gibt es, zumindest in der näheren Umgebung, erstmal nichts. Kein Dorf, keine Pension, kein Hotel, außer einer Fallschirmspringergruppe, bei denen wir durch großes Glück erfolgreich um Asyl gebeten haben. Denn eines ihrer Chalets war unbewohnt geblieben. Das dürfen wir nun nutzen. Und so brauchen wir nicht unter der Tragfläche zu schlafen, sondern haben mit den Fallschirmspringern einen schönen Abend mit Essen, Trinken und mit tollen Gesprächen.